Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal Die Zocker WG. Wir beide, also Tim und ich, haben uns entschieden, dass wir auch eigene Solo-Projekte starten. Und bei mir ist es halt das Spiel Transport Fever 2, wie man hier schön sehen kann. Wir haben Kartengröße ganz groß oder sehr groß. Genau, viele Städtchen, viele Industrien, die wir anschließen können. Und genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Am besten erstmal irgendwo schnell Geld verdienen. Was haben wir denn hier für Industrien? Ist hier irgendwo was mit Essen? Irgendwas, was nicht weit voneinander entfernt ist. Müssen wir erstmal gucken. Ja, also wer das Spiel kennt, ne, der weiß ja schon einiges, vieles. Ah, hier. Und wer das Spiel halt nicht kennt, der guckt sich halt einfach dann dieses Let's Play an. Und ja, wird dann im Laufe dieses Let's Plays dann halt kennenlernen. Ne, das Spiel. Das sieht hier so ein bisschen aus wie auf einer Landkarte. So ist es ja eigentlich auch dargestellt denn. Und wir müssen jetzt hier verschiedene Industrien mit Gütern und so verbinden und diese dann in bestimmten. Achso, will der überhaupt? Der will gar kein Essen haben hier. Fällt mir gerade auf. Aber der hier oben. Hier. Norddeich. Norddeich möchte Essen haben. Und man muss auch die verschiedenen Städte verbinden. Mit Zuglinien zum Beispiel. Und ja. Wir fangen jetzt erstmal an mit ein paar Lebensmittelgütern. Muss also ganz schön in den Berg rein. Eine Stadt zu beliefern, um damit erstmal Geld zu verdienen. Denn ohne Geld können wir hier nach einer gewissen Zeit nichts mehr bauen, weil wir dann kein Geld mehr haben. Versteht sich, glaube ich, von selbst. Genau, und ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt. Das ist jetzt die allererste Folge. Ich habe ja schon ein bisschen Spielerfahrung, oder was heißt ein bisschen. Hier hinten, okay. Ich würde sagen, da machen wir einfach mal so eine, halt hier so eine Station hin. Ungefähr hier. Und dann fahren wir erstmal mit LKWs, denn LKWs sind am Anfang sehr billig. Na, also hier unten, hier ist halt das Zeichen für die Linienerstellung. Also jetzt zum Beispiel hier, diese Linie geht von da bis da. Das wäre dann, sage ich jetzt mal, ups, das wäre dann der LKW, ich nenne ihn jetzt mal LKW. Was ist das hier? Das ist so ein Getreidezeichen. Getreide. LKW. Getreide 1. Wir werden ja schließlich bestimmt noch ein paar mehr Linien erstellen. Und dann mache ich noch eine zweite Linie, die jetzt hier in die Stadt reinfährt, der die Stadt dann mit dem Essen beliefert. Den nenne ich LKW. Mache ich mal Englisch, ich nehme mal Food 1. Klar, man könnte das auch als eine Linie benutzen, das geht auch. Aber wenn so zwei Linien separat sind, das ist dann irgendwie, wie sage ich es jetzt, dann kann man das so ein bisschen unterscheiden. So, dann brauchen wir wichtig noch ein Depot, wo wir unsere Fahrzeuge drin kaufen können. So, der transportiert alle Güter. Das ist ja eigentlich ganz gut. Haben wir, was ist denn hier der modernste? Der macht Getreide. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier, diesen mit allen Gütern. Würde ich sagen, machen wir erstmal drei. Nehmen wir mal sechs insgesamt. So, und dann machen wir drei für den Getreide-LKW. Und ich würde sagen. Und ich würde sagen, die drei, die gehen dann auf die Foodlinie. So. Und man sieht, wir haben schon
Die ersten Güter, die warten hier schon an der Verladestelle. Hier eine 5 Stück. Gleich sind 6, hier sind 6. Genau, und der LKW liefert es halt von hier nach hier. Hier wird es dann in der zweiten Industrie, das sieht man hier, wird es von Getreide zu Essen verarbeitet. Zu Brot, ich nenne es jetzt einfach mal Brot, weil es hier so ein Brotzeichen ist. Und wird dann von den anderen drei LKWs erstmal von hier über diese Straße, die wir eben, oder ich eben gebaut habe, wird dann hier an dieser Haltestelle, man sieht auch die Haltestelle hier, LKW-Haltestelle, die markiert diesen ganzen Bereich hier, der weiß ist. Und wir sehen diese ganzen Häuser hier. Wollen alle das Brötchen haben oder das Essen. Das sind halt so Gewerbegebiet hier, so Geschäftsgebäude, also so Essensläden hier, total Shop. Man muss auch sagen, dieses Spiel ist wirklich sehr schön. Es gibt ja noch den Torgänger Transport Fever 1. Vielleicht, aber auch nur mit einem ganz großen Vielleicht, kommt da auch noch mal ein Let's Play. Aber das steht in den absoluten Zukunfts... Wie sagt man, Zukunftsaussichten? Genau. Also es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Wir können uns auch mal die Fahrzeuge übrigens angucken. Sehr schön. Man kann sich auch übrigens reinsetzen in die Fahrzeuge. So, jetzt muss ich erstmal wieder mit den Tasten klarkommen hier. Schon cool. Mal ein Screenshot gemacht. Und hier sieht man auch Kühe. Und zwar da nur rumstehen und zwar auch ein bisschen den Kopf bewegen. Viele, viele Kühe. Genau, also es gibt dann auch viele unterschiedliche Industrien. Das wäre jetzt hier zum Beispiel eine. Ui. Der ist wahrscheinlich auch voll. Man sieht, hier stehen ganz viele Güter schon. Ja, der ist voll. Ne, also hier, das hier zum Beispiel, das ist Eisenerz, hier nochmal, das ist Holz oder also Wald. Hier wird Stein zu Baumaterial verarbeitet. Ne, das sieht man hier auch. Diese Industrie zum Beispiel möchte Werkzeug und Baumaterial. Hier haben wir noch den Treibstoff, die Industrie. Hier oben haben wir das Rohöl. Also als Beispiel, man könnte jetzt das Rohöl hier zur Ölfabrik und das Öl müsste dann zum Beispiel hier runter und dann zu Treibstoff verarbeitet werden. Und der Treibstoff. Der könnte denn hier nach Riederich, weil die brauchen hier Treibstoff. Genauso wie hier oben, wie heißt das Städtchen? Süderlügum. Okay. Das sind ja alles Namen hier. Hier, Wassersuppe. Ha! Ist ja nicht zu fassen, Wassersuppe. Ja, wie gesagt, ne, wir haben auch noch nicht die hochmodernsten Fahrzeuge, weil wir halt erst 1950 ja im Jahr sind. Genau, die LKWs werden uns jetzt erstmal, denke ich, doch Geld einbringen. Wahrscheinlich am Anfang nicht so viel, man sieht, ne, es gibt auch Unterhaltskosten. Das dauert alles noch so seine Zeit, bis das halt alles so, bis da mehr Geld rauskommt, sage ich mal. Ne, später machen wir auch mit Schnellzügen und sowas. Das kommt aber alles erst später. Und ich würde sagen, ich würde sagen, wir können auch ein paar Städtchen nochmal umbenennen. Außer hier Wassersuppe, das hört sich so cool an, das lasse ich denn. Aber ein paar Städte können wir ja umbenennen. Ich habe doch schon ein paar Ideen. Es müssen jetzt keine realen Vorbilder sein im Sinne von, dass die Stadt genauso aussieht, aber so vom Namen her, keine Ahnung. Man könnte hier Dannstadt Schauernheim, könnte man zum Beispiel umbenennen in Dresden zum Beispiel oder sowas. Oder Berlin oder Hamburg oder sowas. Man könnte da bestimmt ein paar Städte umbenennen. Hier auf meiner neuen Straße fahren die auch schon die LKWs. Die sind natürlich noch leer. Ne, die haben nichts. Und man sieht, oh je. Hier ist ganz schön viel los. Ich glaube, da könnten wir auch noch mal ein paar mehr LKWs kaufen. Nehmen wir hier wieder den alle Güter. Ich würde sagen, eins. Na, machen wir noch mal zwei. Machen wir noch mal zwei mehr. Auf den Getreide-LKW.
könnte man das auch, man könnte auch hier die Terminals, gibt nur zwei, jetzt würden die auf, aber wenn die auf unterschiedlichen fahren, dann entladen. Das war jetzt hier die LKWs, die das Getreide entladen haben. Und hier sieht man auch, hier das Essen ist auch schon fertig, warten nur auf die LKWs. Hier unten haben wir auch nochmal eine Linienübersicht. Hier haben wir eine Fahrzeugübersicht auch. Hier sieht man die drei Fahrzeuge, die das Getreide abgeliefert haben. Ne, die haben auch schon Plus gemacht hier. Ne, also überall hier, wo blau steht, das ist halt gut für uns. Genau. Gut. Ich würde auch gleich mal vorschlagen, wir könnten auch noch mal einen. Jetzt habe ich zwei gemacht, egal. Einen noch oder zwei noch mal auf die Foodlinie, weil da können die gleich schon mal hier das Essen mitnehmen. Damit die auch schon mal ein klein wenig Geld verdienen. Gut, ja, das sind so die Anfänge. Guck mal, der möchte auch Essen haben. Der da oben auch. Auch hier Wasser und so, ne? Sieht schon alles sehr schön aus. Muss man einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, irgendwo sind dann bestimmt hier auch Fische. Ah, hier. Da sind Fische. Was steht da? Bleib stehen. Das. Nee, warte mal, du. Warte mal, ich mach mal auf Pause. Du hast nichts gesehen. Nee, das habe ich auch nicht. Es gibt doch Vögel, by the way. Ah, hier. Schön, wie die in einer Reihe fliegen. Warte mal, man kann da auch einsteigen. Ich spiele schon so lange dieses Spiel, aber das wusste ich nicht. Oh, ist ja cool. Oh, man lernt nie aus, ne? So. Genau. Wir haben ein bisschen Geld. Ich würde sogar sagen, da diese zwei Städte hier relativ nah beieinander sind, könnten wir auch schon mal mit einer Zuglinie anfangen. Dazu gehen wir mal hier. Als erstes brauchen wir erstmal einen Bahnhof. Ich würde sagen, hier kommt ein Kopfbahnhof hin. Ich überlege gerade, was wäre sinnvoller? 160 Le Meter Länge? Ich meine, man kann die Bahnhöfe ja noch nachträglich verlängern. Ja, ich glaube, wir lassen das erstmal so. Ein Gleis. Etwas feiner justieren. So wenig wie möglich Gebäude abreißen, bitte. Hier, genau. Hier wird nur ein Gebäude abgerissen. Mitten im Industriegebiet, das ist ganz gut, weil dann stört es die Anwohner nicht. Dann beginnen wir mal unsere erste Zuglinie. Ich sehe gerade, die haben auch schon Strom hier. Warte mal. Wir wollen nicht so viel Geld am Anfang verprasseln. Wir müssen ja schließlich auch noch einen Zug kaufen, ne? So, wo ist die andere Stadt? Da hinten. Okay. Ah, hier sieht man, hat man auch gerade schön gesehen am Rand, wie die Stadt selbst sich auch ausbaut, ne? Die aktualisieren die Straßen von so Überlandstraßen auf so Stadtstraßen. Und dann bauen sich auch immer mal neue Häuser. Ich weiß nicht, ob man hier gerade irgendwo was sieht. Also nicht. Städte wachsen auch schneller. Zum Beispiel, wenn. Oh, halt, nein, das geht nicht. Das ist zu teuer. Wachsen schneller, wenn man sie halt auch mit Güter beliefert, ne? Dadurch wachsen Städte schneller. Und halt auch, wenn man hier auch so Personenzüge macht. Dadurch wachsen Städte schneller und werden halt größer. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel, dass die Städte schön groß werden. Vielleicht nicht alle, aber so einige, ich sag jetzt mal Hauptstädte, könnten durchaus eine gewisse Größe erreichen. Also hätte ich nichts dagegen. So, jetzt überlegen wir nochmal ganz schnell, wie wir hier den Bahnhof machen. Hier bietet es sich fast an, nochmal so einen Kopfbahnhof zu machen. Ich weiß, nur Kopfbahnhöfe sind langweilig, aber das bietet sich hier wirklich nochmal wirklich sehr gut an. Wir machen es einfach mal. Ne, später. Machen wir hier eine Kurve, eine schöne. Etwas größere. So, wo ist das Gleis? Unser Gleis ist da drüben. Okay. Fahren wir mal hier ein bisschen durch den Wald. Vielleicht können wir auch schon die erste Mitfahrt machen. Das ist auch immer cool, dass man in diesem Spiel halt.
Nachdem man das so gebaut hat mit dem Zug und so, dass man da mitfahren kann, das ist schon cool. So, und schon haben wir unsere erste Zugstrecke fertig. Und dann machen wir wieder eine Linie. Von hier, von Norddeich. So, und das ist denn. Wie nennen wir den? Das ist der. Die Regionalbahn, würde ich denken. RB von Norddeich nach Riedelich. Perfekt, schon haben wir unsere Linie. Und jetzt, ups, brauchen wir wieder ein Depot. Ich würde sagen, halt, das ist die Straße. Wo stellen wir das hin? Hier in die Stadt? Ach, hier würde ich es vielleicht nicht hinstellen, weil wir hier den Bahnhof vielleicht nochmal ausbauen wollen später. Könnten wir. Wir könnten das vielleicht doch hier hinstellen. Guck mal, hier wäre doch ein perfekter Platz. Ja, das sieht doch gut aus. Dann können wir können ja den Bahnhof auf der Seite hier noch ein Stück ausbauen. Und aller Notfalls bauen wir halt noch einen zweiten Bahnhof. So, Weiche. Perfekt. Was haben wir denn schon so für Züge hier? Okay, erstmal noch nicht so viele. Boah, du kostest natürlich eine ganze Menge. Du bist hingegen billiger. Warte mal, du fährst nur 90, du fährst 125. Wir könnten die auch umlackieren. Gell? Okay, wir machen mal so ein Blau. 7000? Nee. 7 Millionen, Entschuldigung, 7 Millionen. Naja, wir machen es mal. Wir können ja erstmal so ein bisschen zusammenbasteln. Ah, sind auch teuer, die Wagen. Ich würde schon fast den hier nehmen. Weil die halt auch so ein bisschen am meisten Kapazität haben. Ich würde sagen, wir machen 4 Wagen. Für, guck mal, für 12.000. 12 Millionen, Entschuldigung, ich verwechsel das. Ja, doch, das kann man noch machen. Jetzt haben wir noch Geld übrig. Ist okay. So, den setzen wir jetzt auf die Linie. Ah, oh, wie schön. Unser erster Zug. Unser erster Zug. Perfekt. Und schön in Blau. Können wir uns mal schön hier hinstellen. Ach, wie schön mit dem Wagen. Es gibt auch bei Steam einen Workshop für das Spiel. Es gibt auch eine Internetseite, wo man sich Mods runterladen kann. Ich benutze hauptsächlich die aus dem Workshop. Und später können wir auch die benutzen. Aber erstmal reicht uns ja auch jetzt. Ich würde sagen, dreh doch mal um. Fahr doch mal. Das war cool, ne? Einfach umdrehen. Fahr doch mal in den Bahnhof. Hier, ne? Können wir uns mal den Bahnhof angucken. Wie schön das auch dran steht. Warte mal, wir können das ja nochmal umbenennen. Norddeich. Bahnhof. Halt. Bahnhof. So. Ah, jetzt steht es auch schon. Das ist cool. Schön, wie der Zug hier reinfährt. Bahnhof ist auch ein bisschen länger. Das heißt, wir könnten den Zug notfalls auch nochmal ein bisschen verlängern. Ich sehe auch gerade unser Getreide-LKW, der macht auch gut Plus. Der Essens-LKW, der macht auch schon gut. So, und jetzt, wir können ja. Ups. Nein, ich will den Zug haben. Wir können ja mal mitfahren. Mitfahrten sind immer schön. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das sogar die Oberleitung aus der Schweiz sein. Das Spiel ist auch, glaube ich, mit Fahrzeugen aus der Schweiz, glaube ich, gemacht. Ich weiß gar nicht, ist das Entwicklerteam? Kommt das aus der Schweiz? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall so schweizmäßig angelegt. Wenn mich nicht alles täuscht. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett irre irgendwie. Aber ich denke, es müsste die Schweiz sein. Falls ich falsch liege, ne? Und wer es weiß, korrigiert mich. Ich mache auch Fehler, so ist es nicht. Auch
generell, falls ich hier im Spiel irgendwo mal Fehler mache, ein Signal falsch setze oder sowas, oder eine Linie irgendwie falsch, immer schreiben. In Kommentare. Immer besser. Ich meine, manchmal fällt einem das auch selber so nicht auf. Ist wie mit der Rechtschreibung. Manchmal schreibt man da auch irgendwas und es fällt einem nicht auf, die eigenen Fehler. Ist halt immer. Und mal gucken, schaffen wir das? Die 125 voll? Ich weiß gar nicht, ob die Wagen so viel zulassen. Ich glaube, die lassen 120 zu, ne? Okay, jetzt müssen wir eh abbremsen. Wir fahren ja schon in den Bahnhof ein. Ah, ist schön. Das ist schon wirklich schön. Guck mal, wer? Also keine Sorge, das mit dem Bär wusste ich schon. Weil ich so überrascht geklungen habe. Ich dachte, der Bär läuft uns hier vor die Räder. Und da sehen wir die ersten Fahrgäste auch schon. Und wie viele sind hier? Ah, jetzt sind sie in den Zug eingestiegen. Unsere ersten 6 Fahrgäste. Schön. Schön, schön. Haben wir hier schon welche? Ja, hier haben wir auch schon 5. Natürlich etwas umständlich, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel hier hinten wohnen, zum Bahnhof herlaufen müssen. Dafür haben wir ja später hier auch sowas wie Bushaltestellen, ne? Womit wir auch einen Bus fahren können. Ich kann ja schon mal provisorisch, kostet zwar was, aber ich kann ja schon mal provisorisch eine Bushaltestelle hier hinbauen. Einfach schon mal, damit wir das haben. Was ich cool finde, man hat so eine alte Haltestelle, oder was nicht cool ist, aber so witzig ist. Und man hat dann hier so ein Fahrkartenauto gemacht. Ja, ich würde sagen, da haben wir in der ersten Folge heute schon mal ordentlich was geschafft. Ne? Wir haben hier LKWs, Güterlinien gemacht. Ne? Norddeich wird schon mit Essen versorgt. Und zwischen Norddeich und Riederich fährt schon der erste Zug. Der auch schon Fahrgäste transportiert. Nicht viele, aber er transportiert schon welche. Und ich würde sagen, das war es auch erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Transportfahrer 2. Und wir werden mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht machen wir noch mal ein paar mehr LKWs, denn ich sehe hier der ganz schön viele schon. Hier ist auch ein Ausrufezeichen. Einige Gütereinheiten gehen verloren, weil die Station überladen ist. Überlastet ist, true. Da werden wir uns wahrscheinlich in der zweiten Folge drum kümmern. Gehe ich mal von aus. Also, ja. Und, ja, würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Genau in dem Moment kommen die ersten Flugzeuge.